glaube, hier lang. Und? Was habt ihr besprochen? Ominous und ich haben uns geeinigt. Ein Moment mit dir reicht also aus, damit Ominous seine Meinung ändert, hä? Ich habe ihm gesagt, wir sollten dir diese Chance lassen, dass das Relikt zu wichtig ist. Da muss doch mehr dahinter stecken. Sag es mir. Wir haben uns geeinigt, Sebastian. Du hast mein Wort. Ich wollte das nie vor Ominous geheim halten. Er versteht es einfach nicht und ich wollte nicht, dass er sich wieder sorgt. Als wir gegangen sind, wollte Ominous mich nicht mal ansehen. Das war seltsam. Er war aufgewühlt, Sebastian. Wir haben uns zwar geeinigt, aber das Ganze war nicht leicht. Ich dachte, er versteht es. Er wusste, wir können nicht aufgeben. Es ist viel zu wichtig. Für Anne. Also wenn er uns tatsächlich auch noch Avada Kedavra beibringt, dann hoffe ich, dass er aufhört. Also ich will Avada Kedavra noch lernen, aber ich muss da versuchen, ihn abzuhalten. Wenn ich jetzt... Ich darf nicht fliegen, okay. Wenn wir nach Feldcroft kommen, sollte er nicht erfahren, was wir für dieses Relikt tun mussten. Sie denkt wie Ominous. Es würde sie nur betrüben. Yep. Oh nein, das ist nicht gut. Was hast du denn jetzt? Rauch, da drüben, beim Dorf. Oh ja, Lul, ist mir gar nicht aufgefallen. Was ist hier los? Ärger in Feldcroft. Es wird angegriffen. Beeilung. Revelio. Schade, nicht ganz. Deine Zauber fallen an mir ab. Sei dir da mal nicht so sicher. Huch! Confringo! Nee, da am Arsch. Imperio. Nee. Bisschen.
Oh fuck, ey. Junge! Was hast du getan? Ich habe Anne gerettet. Mit einem unverzeihlichen Fluch. Aus diesem verdammten Buch. Dein Vater würde sich schämen. Du bist zu weit gegangen, Sebastian. Bleib fern von ihr. Von uns allen. Was hat mein Onkel denn von mir erwartet? Der Imperiusfluch hat Anne das Leben gerettet. Dieser Kobold hätte sie getötet. Nee, sorry, Sebastian. Ich hab dich echt lieb. Aber das geht nicht. Es war nicht viel Zeit zum Handeln, aber es war ein unverzeihlicher Fluch. Ich habe impulsiv gehandelt, mehr nicht. Ich bringe meinen Onkel zur Einsicht. Er kann mich nicht aus meinem Haus verbannen, mir meine Schwester nehmen. Vielleicht muss er sich erst etwas besinnen. Kann ich mit ihm reden? Möglicherweise kann ich die Gemüter ein wenig beruhigen. Vielleicht hast du recht. Na gut, vermutlich ist es besser, wenn ich erstmal verschwinde. Wir sehen uns in Hogwarts. Alles klar. Wenn wir ehrlich sind, ist es nicht dein Haus, Sebastian. Reparo. Reveglio. Der einfach disappariert, das darf der doch noch gar nicht. Uff. Was dachte er sich nur? Verzeihung, Mr. Sallow. Was Sebastian getan hat, ist unentschuldbar. Das kannst du unmöglich verteidigen wollen. Er ist zu weit gegangen, aber er hat sie immer noch gerettet. Das ist so gemein. Ah! Das ist so fies. Das ist so fies, ey. Ist das gemein? Das ist so fies. Sebastian mag leichtsinnig gewesen sein, aber er wollte Anne retten. Aus Instinkt? Mit einem unverzeihlichen Fluch? Unsere Familie benutzt keine schwarze Magie. Nicht einmal gegen unsere Feinde. Was Sebastian getan hat, ist unverzeihlich. Dass du Sebastians Verhalten verteidigst, verrät mir alles, was ich wissen muss. Ich ihn doch gar nicht verteidigt. Willst du mich verarschen? Sebastian wird Feldcroft von nun an fernbleiben. Und auch Anne. Unverzeihliche Flüche heißen aus gutem Grund so. Falls einer von euch diesen Pfad weiter beschreitet, falls einer von euch schwarze Magie anwendet, informiere ich sofort den Schulleiter. Warum, Sebastian? Ich hab doch schon das genommen, dass ihn... Hat der einen sturen Onkel, ey. Also, keine Frage, es war nicht richtig, aber er hat Anne immer noch das Leben gerettet. Und genau das habe ich doch gerade gesagt. Revelio. Kann ich mit Anne reden vielleicht? Die draußen. Wo ist sie denn? Anne? Ich glaube... Du stehst da nicht richtig. Weiß nicht, wie ich darauf komme, aber ich glaube ja.
Wenn ich jetzt neu lade, sag mal, steht N dann wieder richtig in ihrem Haus? Ah ja. Oh, du möchtest gar nichts dazu sagen? Okay. Und das machen wir noch fertig. Und dann gucken wir mal. Ich bin sehr froh darüber, dass das jetzt so gut läuft. Hogwarts. In Anbetracht dessen, dass ich so krasse Probleme damit hatte. Hast du meinen Onkel gesprochen? Ja. Ich wünschte, ich hätte bessere Nachrichten von deinem Onkel und Anne. Glaub nicht, dass ich deinen Koboldfreund vergessen habe. Aber ich bin froh, dass du mir unser letztes Gespräch nicht übel nimmst. Und? Was hat er gesagt? Ich fürchte, er will dich nicht in der Nähe von Feldcroft sehen. Oder Anne. Ich musste verhindern, dass der Kobold meine Schwester tötet. Er wollte mir meinen Zwilling nehmen. Wenn er denkt, dass ich Anne dadurch aufgeben werde, irrt er sich gewaltig. Er hat auch gesagt, er könne den Einsatz von schwarzer Magie nicht dulden. Und sollte er hören, dass wir sie nutzen, geht er direkt zu Professor Black. Ha! Dieses Relikt, schwarze Magie oder nicht, wird Anne retten. Den Fluch umkehren. Ich werde Anne nicht verlieren. Ich schicke Anne das Wappen. Dann weiß sie, dass wir uns treffen müssen. Ich kann dir nicht ganz folgen. Ach nichts, nur ein Gedanke. Jetzt bin ich fest entschlossen, die Macht dieses Relikts aufzuspüren. Was meintest du damit, Anne ein Wappen zu schicken, damit sie sich mit dir trifft? Wir hatten unsere Eltern verloren und packten, um zu Solomon zu ziehen. Wir konnten nicht alles mitnehmen. Sie ordnete sorgfältig ihre wertvollsten Besitztümer. Eine Kiste mit Dingen, die sie an unsere Familie erinnerte. Schmuck, Karten, alte Fotos. Sie kam zu ihrem Lieblingsstück, einem handgefertigten Wappen, und reichte es mir, ohne zu überlegen. Okay. Das wird dich beschützen, sagte sie. Es ist nicht verzaubert, aber ich trage es immer bei mir. So erreiche ich Anne. Ich werde ihr das Wappen zukommen lassen mit Plänen für ein Treffen. Vorsicht, Sebastian. Dein Onkel könnte es abfangen. Dann fliegen wir von der Schule. Auch wenn Ominous wütend auf uns ist, hat er nichts für seine Familie übrig. Er würde ihre Beziehung zum Schulleiter nutzen, wenn wir seine Hilfe bräuchten. Dann warte ich, bis ich von dir höre. Danke. Ich weiß es sehr zu schätzen, dass du mir bei all dem zur Seite stehst. Mhm. Ich schicke eine Eule, wenn ich mehr weiß. So langsam artet das echt ein bisschen aus, Sebastian. Hier hinten! Alter! Ja komm, dann bahnen wir uns jetzt noch den Weg zu der Mainquest frei und machen die Mainquest dann beim nächsten Mal. Einmal alle Feuer abfliegen. Hi! Ich hab doch M gedrückt, Mann. Sina, können Sie mir helfen?
Nein, kann ich nicht. Hui! Du kannst hier nicht absteigen, aber wie komme ich denn da hin? Verstehe ich nicht. Okay. Upsi. Wie schickt er mich denn jetzt lang, bitte? Okay, pass auf, das geht doch auch kürzer. Oder nicht? Immer muss ich Wache halten. Wachdienst. Als hätte ich nichts Besseres zu tun. Ich dachte, so kann ich vielleicht den Berg durchqueren. Ach, so eine entspannte Anstellung in Gringotts würde mir gefallen. Den ganzen Tag rumsitzen. Könnte aber wahrscheinlich etwas langweilig werden. Fuck. Sieht interessant aus. Was für ein bedauerliches. Das wäre ein Hogwarts-Balk weniger. Was für Balk?
Gib dir gleich Balg. Ich hoffe, der hat jetzt nicht an dem Ding gespeichert. Sehen wir ja gleich. Du wirst bereuen, natürlich hat er hier gespeichert. Du hältst nicht lange durch. Ach ja? Ich bin schneller als ihr. Ich hab das Gefühl, ich bin nicht allein. Bist du ja auch nicht. Au! Du bist aber nicht mit Leib und Seele dabei. Bye, bye. Hier könnt ihr mir gar nichts mehr. Aber jetzt bin ich hier auf der anderen Seite. Immerhin. Zweifellos schon lange verlassen. Sieht gar nicht so verlassen aus. Oh, das wird unterhaltsam. Keine Ahnung, was so schlimm am Bildern sein soll. Revelio. Und die sind ja sogar alle nett. Ah, nee, sind sie nicht. Ich hab mir den noch gerade geholt. Wenn es um Brockborough ist, nur dafür bekannt, dass dort jemand einen Haustroll hat. Oh nein, hier sollte ich vielleicht nicht allein aufschlagen. Tust du ja auch nicht. Dann holen wir jetzt noch den. Das Relikt ist der Schlüssel zu Annes Rettung. Ganz gewiss. Wir treffen uns vor Feldcroft, sobald du kannst. Aber du darfst nicht nach Feldcroft. Oder willst du von der Schule fliegen? Ein sporadisches Quidditch-Feld, wie süß. Die Map ist halt einfach riesig. Revelio. Die Welt der Zauberei wird sich uns endlich ergeben müssen. Dann sliden wir mal rum. Huch. Einer meiner Brüder arbeitet bei Gringotts. Für kein Geld der Welt würde ich den ganzen Tag am Schreibtisch. Dieses Mal habe ich wirklich was gehört. Verdammter Mann.
Wir haben schon wieder irgendwo einen Troll. Ja, da ist er. Wirklich äußerst unangenehm hier. So. Dann speichern wir nochmal.